Ja, da bin ich mal wieder beim Pokémon-Spielen. Ich habe selber eigentlich gar keine Ahnung mehr, wo ich war. Das ist jetzt 2 Wochen her. Und ja, genau. Ich war irgendwie im Tunnel. Muss ich nach rechts oder nach links? Ich gehe erstmal nach links. Auf gut Glück. Und ich glaube, das war falsch. Gut. Ich spiele übrigens heute das erste Mal über Headset. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt so einigermaßen, wie ich das möchte. Sonst wird es nämlich blöd. Und ihr könnt mir auch gerne sagen, von wegen Kurumi, lass mal bleiben, war jetzt nicht so optimal, weil man mich nicht hört oder der Spielsound doch zu leise ist, dann gehe ich wieder auf mein komisches Dingrings, wie ist es doch gleich. Ach ja, Webcam, gehe ich dann zurück, weil die hat ja ein eingebautes Mikrofon. Und dann bleiben wir halt beim Oldschool. Ne? Gut. Aber jetzt spielen wir erstmal weiter gegen wilde Pokémon. Drücken weiter die Speed-Taste. Ich habe keinen Bock, weiter AP zu verbrauchen, außer gegen Trainer. Habe ich die auch schon besiegt? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. 2 Wochen sind echt lang. In einer Höhle zu speichern war, glaube ich, das Schlimmste, was ich machen konnte. Aber leider kam ja Pokémon Schwarz und Weiß raus und da musste ich unbedingt spielen. Da konnte ich jetzt nicht einfach Let's Play weitermachen. Ich denke, man versteht das. Das Spiel lohnt sich übrigens. Fand ich richtig super. Sehr glücklich gemacht. Auch wenn die Pokémon, die von links stehen, irgendwie sehr verpixelt wirken. Das hätte man besser machen können. Aber es soll hier ja keine Kritik werden, ne? Gut. Mensch, ihr nervt. Ich glaube, in Pokémon Schwarz und Weiß habe ich auch das erste Mal Schutz gekauft und eingesetzt, weil es einfach wirklich nur noch nervte, dass diese wilden Pokémon auftauchten. Außerdem wollte man ja die Grasbüschel irgendwie aktivieren. Aber ich will jetzt nicht weiter irgendwas von Schwarz und Weiß erzählen, weil wir sind ja bei Feuerrot und Blattgrün. Und das ist ja das Einzige, was euch momentan irgendwie interessiert. Das würde dieses nicht gucken, denke ich doch. Dämliches Kleinstein. Hau ab. Ach nö, ich krieg das nicht runter. Was soll denn der Scheiß? Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Ich sollte mir wirklich mal Schutz kaufen. Hä? Warum steht der denn jetzt runter? Verstehe ich jetzt nicht. Bahnhof? Ja gut, ich benutze ihn gerne, aber warum steht der da? Boah. Bloß nicht vertun, sonst ist alles für die Katz oder so. Intelligent. Mehr oder minder. Ich wollte doch nur die Leiter runter. Lass mich doch. Ich wollte nur gucken, wer da ist. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du den Top 4 gehen. Das freut mich aber. Ich glaube, ich komme an dem vorbei. Ist ja nur ein Pokémon hier. Und er ist nur Klaus. Und er setzt einen Glurak ein. Sehr Vorteil für mich mit meiner Aquaknarre. Yeah. Naja, Lapras ist jetzt nicht so optimal. Was will man machen, ne? Mir fällt ein, ich könnte eigentlich auch mein Mikrofon ein bisschen was drin an Lautstärke. Versuche ich gleich nochmal. Wenn ich nicht mehr aufnehme oder so. Boah, Lapras fällt zurück. Das ist auch gut, weil ich will gerne das Pokémon wechseln. Oder auch nicht. Gut, ich bin ja schon wieder von einer anderen Edition gewöhnt, dass ich da irgendwie 5 Pokémon trainiert habe und die alle, ach, nee. Ja, wie gesagt, 5 Pokémon trainiert habe und die alle gleich stark sind und irgendwie alle Typen ausnutzen. Habe ich wahrscheinlich einfach einen Fehler gemacht, dass ich nur 2 trainiere. Beleber, da haben wir es.
Mach nicht. Ich will das Pokémon wechseln. Pokémon. Ich sag immer Pokémon, aber heißt es gar nicht so. Das heißt Pokémon. Wie auch immer. Es regnet weiter. Schön, dass es weiter regnet. Aber ich hätte gerne einen Hypertrank. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ständig in den Supermarkt zu rennen. Da war er. Sehr gut. Dann hat sich das mit dem Piepen auch erledigt. Mir juckt die Nase, das ist unglaublich. Ja. Es ist auch noch Taubes verwirrt. Warum? Jetzt wollte ich aber doch mal kämpfen. Flügelschlag. Scheißegal, dass du verwirrt bist. Du wirst kämpfen. Du sollst kämpfen. Abgesange, super. Richtig suboptimal. Egal. Schlurp. Ist mir doch egal, was Schlurp macht. Abgesange, hier sollte ich vielleicht Feuer auswechseln. Ah, nein, unglaublich. Ja, ich habe Abgesang irgendwie überwunden. Das finde ich auch unglaublich. Und wenn schon, dafür übersteigt mein Wissen über Pokémon deines bei weitem. Angebe. Mega-Block. Und Detektor sagt auch nichts. Das heißt, in diesen komischen Feldern ist absolut gar nichts. Gut. Ich hoffe, der Eingang ist jetzt nicht wieder zu weit runtergegangen. Das wäre ein bisschen lächerlich, oder? Wuhu! Wilde Pokémon nerven. Das ist das Fazit der Woche. Nein, es ist nicht so. Aber da sitzen Astrainer. Aber die kann ich unter Garantie besiegen. Es sind ja nur Astrainer. Sie sind kein zukünftiger Champ, so wie ich. Nicht wahr? Nur Auserwählte dürfen passieren. Ich bin die Auserwählte. Ich darf passieren. Diego. Also Diego. Ab. Das dürfen wir erst kämpfen wollen. Die wissen, die haben keine Chance gegen mich. Nicht wahr, Taubus? Dann verputzt sie, machst du doch mit links fertig. Vielleicht doch mit beiden Flügeln. Upp. Ja. Dann halt doch fliegen. Die setzen noch Tränke ein. Ja, super. Ja, schlaf ein. Ist kein Problem. Wir haben es nicht eilig oder so. Wir wollen nicht deine Freunde irgendwie, im Pokémon-Center bin oder dich selber, weil langsam die AP knapp werden. Wollte ich ja nur mal anbringen. Siegestraße ist echt lästig. Ich glaube, ich gehe nie wieder in die Siegestraße danach. Vielleicht um ein paar wilde Pokémon zu fangen, aber auch das glaube ich nicht. Simon. Alles klar. Keine AP mehr? Dann wird dann der Tickel. Falsch. Yeah, Level 65. Du bist toll. Fast. Und Turtok. Oh je. Yeah. Fliegen. Bam. Fliegen kannst du. Ja. Sei leise. Fliegen. Fliegen. Tot. Sehr gut. Ich fasse es nicht. Ja, ich bin die Auserwählte. Das habe ich dir doch schon mal gesagt, oder? Also, habt ihr nicht so. Die Trainer hier sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Sei vorsichtig. Ja, das bin ich. Oder ich bin auch auf dem Weg. Gleich siehst du, wie gut du bist. Sehen. Ich glaube, ich besiege dich und dann weiß ich einfach, wie gut ich bin. Caroline. Mit K. Wie Deutsch.
ja, Flügelschlag auf Pflanzen-Pokémon. Wissen ja, das ist sehr effektiv. Ja, das habe ich mittlerweile gelernt. Das ist sinnvoll. Und Rigaria, ja, auch da kommt Flügelschlag einfach drauf. Ist auch noch effektiv. Boah, unser Xenia ist auch noch Pflanze. Komm, beeil dich mal hier ein bisschen, ja? Danke. Und Parasit ist hier voller Pflanze. Oder beides? Das weiß ich nicht. Egal, es ist sehr effektiv. Und Paras. Natürlich setzt der Parasek vor Paras ein. Super. Ne, Caroline? Das darf doch nicht wahr sein. Yeah. Ja, ich weiß, dass ich gut bin. Das musst du mir nicht sagen. Du hast mich in die Schranken verwiesen. Ja, mein Beileid. Ich werde es auch nicht wieder machen. Doch. Ich mag Kleinstein. Hau ab. Ja, das schubst du mal da rein, würde ich sagen. Das sieht so aus. Obwohl... Nein, rein. So. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier nach oben schieben. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch ein Loch rumlungert. Oh, das ist das. Ja gut, dann gehen wir halt hier mal runter. Würde ich so tendieren. Ja, jetzt ist der Stein hier unten. Jetzt kann ich den, glaube ich, weiter bewegen. Irgendwo nach links. Mal gucken. Grasaf. Flügelschlag. Ups. Das war leider effektiv. Ja, passiert. Maschok. Dürfte auch effektiv sein. Vielleicht ist er aber nicht sofort besiegt. Naja, doch. Blöd. Ja, da muss ich den Stein hinbringen. Arbok. Tackle. Noch ein Tackle. Das kann ich empfangen. Okay. Ich glaube, es war ein I. Hyperball. Ja, es ist ein I. Meins. Meine Kobra. Das Muster auf seinem Bauch ähnelt einer Fratze. Schwäche gegen Gegner nehmen bereits beim Anblick Reiß aus. Gut, das war jetzt sehr gehakt. Pokédex-Eintrag mehr lesen. Das ist traurig. Das sage ich immer Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben? Ich glaube, ich sage immer Großbuchstaben. Ey, ich bin echt etwas verwirrt. Egal. Wer kann es mir verübeln? Warum funktioniert jetzt die scheiß Starttaste nicht mehr? Die habe ich eindeutig zugewiesen. Vorhin. Also mecker nicht. Ah! Scheiß Onix. Du weißt doch schon, dass ich dich hasse. Ja, mach. Du sollst machen, habe ich gesagt. Dämliche Kuh. Yes. Ist hier noch was Spannendes? So ein Item oder so? Nee, ich will jetzt keinen Maschok fangen, ganz ehrlich. Nicht mit den AP. Ja, aber habe ich schon gerade gefangen. Ach, gegen den müssen wir noch kämpfen. Aber erst im nächsten Teil, weil ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr als eine Minute. Also, bis dann, hoffe ich.